Wasservolumen um das 1630-fache aus. Das heißt, aus einem Liter Wasser entstehen 1630 Liter Wasserdampf. Hinzu kommt, dass Wasser eine höhere spezifische Dichte hat als dieses Fett. In dem Moment, wo das Wasser in das Fett eintritt, sinkt das Wasser unter das Fett, eben wegen des höheren spezifischen Gewichtes, geht schlagartig aufgrund der wesentlich höheren Temperatur als 100 Grad Celsius vom flüssigen in den dampfförmigen Zustand über, dehnt sich schlagartig aus und schleudert das Fett aus dem Kessel heraus. Dieses heftige Rausschleudern bilden sich feinste Fetttröpfchen, die sich dann entzünden. Wir werden das jetzt mal demonstrieren. Sie sehen, das Fett hat selbstständig angefangen zu brennen. Das heißt, wir haben eine Temperatur, die weit über 300 Grad liegen durfte. Was wir hier nachstellen, bitte niemals nie zu Hause nachmachen. Wir geben jetzt ein wenig Wasser in den Kessel und Sie werden sehen, was passiert. Sie sehen das schlagartige Verdampfen des Wassers, welches das Fett nach außen schleudert. Jetzt geben wir nochmal den Rest des Wassers rein. Und es handelt sich hierbei lediglich um 2 Kilogramm Fett, mehr nicht. Das ist das, was jeder von Ihnen in der Fritteuse hat. Und diese Stichflamme, die sich jetzt hier gebildet hat, die geht hier nach oben weg. Bei Ihnen zu Hause würde diese Stichflamme, weil sie nicht nach oben weg kann, durch Ihre ganze Wohnung laufen. Das wäre möglicherweise der letzte Fehler, den Sie machen. Wie kann man nun so ein Feuer bekämpfen? Ganz einfach. Wir ersticken das Feuer, entweder mit dem Deckel, der mit der Fritteuse mitgeliefert wird, oder aber Sie halten eine im Handel für ca. 25 Euro erhältliche Löschdecke vor, die Sie im Bedarfsfall dann auf den Deckel legen können und das Feuer ersticken. Geben Sie niemals Wasser in brennendes Fett. Sie haben gerade gesehen, welche Auswirkungen das haben kann. Wir danken uns für Ihr Interesse und begrüßen Sie in einer halben Stunde zu unserer letzten Demonstration. Vielen Dank.